Abgeordnete, die mündlichen Fragen auf Drucksache 19-159 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Der erste Geschäftsbereich ist der des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Stefan Mayer. Die ersten beiden Fragen werden schriftlich beantwortet. Die dritte Frage stellt der Abgeordnete Stefan Brandner, AfD, Thema Umsetzung des Maßnahmenpaketes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Ich beantworte die Frage des Kollegen Brandner wie folgt. Einige Punkte des Maßnahmenpaketes der Bundesregierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vom 30. Oktober 2019 betreffen Gesetzgebungsverfahren, die sich in unterschiedlichen Stadien befinden. Andere Maßnahmen sind tatsächlicher Natur, beispielsweise im Sinne von schlichtem Verwaltungshandeln und als solche entweder bereits umgesetzt oder in der Umsetzungsphase. Teilweise werden sie fortwährend umgesetzt. Ein konkreter Bearbeitungsstand im Sinne der Fragestellung kann diesbezüglich daher nicht mitgeteilt werden. Darüber hinaus verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort zur Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP mit dem Titel Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vom 29. November 2019 auf der Bundestagsdrucksache 19-15595, die am 13. Dezember 2019 an das Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages versandt wurde. Im Übrigen geht die Bundesregierung davon aus, dass eine erschöpfende Beantwortung dieser mündlichen Frage im Rahmen einer Fragestunde nach § 105 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages nicht möglich ist. Gemäß den Richtlinien in Anlage 4 müssen die Fragen nicht nur kurz gefasst sein, sondern auch eine kurze Beantwortung ermöglichen. Möchten Sie eine Zusatzfrage stellen? Es scheint ja ein umfassendes Maßnahmenpaket zu sein, wenn Sie sich nicht in der Lage sehen, meine Frage zu beantworten. Sie haben eingangs, der erste Satz von Ihnen war, dass sich verschiedene Gesetzgebungsideen in verschiedenen Verfahren befinden. Wenn Sie das konkretisieren könnten, was für Gesetzgebungsverfahren das sind und in welchem Stadium die sich befinden, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Das kann ich sehr gerne, Herr Kollege Brandner. Es gibt einen Gesetzentwurf, der federführend im Bundesjustizministerium erarbeitet wurde. Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Es geht da zum einen mal um die verbesserte Identifizierung bei Hasskriminalität im Netz, um die Strafbarkeit des Cyberstalking sowie Strafbarkeit von Hetze und aggressiver Beleidigung. Ein dritter Aspekt dieses Gesetzespaketes ist der bessere Schutz für Kommunalpolitiker, also die Änderung des § 188 StGB, die Gleichstellung von Kommunalpolitikern mit Landes- und Bundespolitikern. Und viertens um den Aspekt des besseren Schutzes medizinischen Personales. Wir haben ja in der letzten Legislaturperiode bereits Feuerwehrleute, aber auch Hilfskräfte des THWs gleichgestellt mit Polizeibeamten, aber nicht die Angehörigen von medizinischen Diensten, also medizinisches Personal. Diese Veränderung im StGB soll mit diesem Gesetzentwurf jetzt auch erfolgen. Weitere Zusatzfrage? Ja, speziell noch mal zur Hasskriminalität. Wir haben ja im Strafgesetzbuch schon ein ausgefeiltes System von Straftatbeständen. Die Beleidigungsdelikte 185 fortfolgende, wir haben die 166 fortfolgende, die sich mit Verunglimpfung im weitesten Sinne von Religionsgemeinschaften befassen. Wir haben die Volksverhetzung 130, wir haben Bedrohung, Nötigung und Erpressung. Wir haben den Paragraphen 111, wir haben den Paragraphen 30 im Strafgesetzbuch. Ist beabsichtigt seitens der Bundesregierung neue, wo bemerkt jetzt nicht strafverschärfende Sachen, sondern richtig neue Straftatbestände einzuführen, was vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ja der Hass als solcher kein Rechtsbegriff ist, sondern mehr so ein politischer Kampfbegriff ist, sich aus meiner Sicht dann aufdrängen würde. Herr Präsident, Herr Kollege Brandner, ich beantworte die Nachfrage wie folgt. Ich habe erwähnt, es gibt das Ansinnen der Bundesregierung, das ist auch Bestandteil dieses Gesetzespaketes, dem § 188 StGB, dahingehend zu weitern, dass in den Adressatenkreis auch Kommunalpolitiker mit aufgenommen werden. Daneben gibt es keine Bestrebungen, Straftatbestände zu erweitern, die von Ihnen genannten Straftatbestände der § 185 fortfolgende StGB. Aber es geht in entscheidender Weise darum, Hetze im Netz besser oder die Urheber von Hetze im Netz besser zu identifizieren.
Und das war ja auch Gegenstand der Befragung auch der Frau Bundeskanzlerin. Es geht vor allem darum, die Provider auch dazu zu bringen, nicht nur die Urheber zu identifizieren, sondern auch entsprechend den Strafverfolgungsbehörden auch die Urheber mitzuteilen. Weil es hilft ja nichts, wenn die Tat an sich strafbar ist, auch wenn sie im Netz begangen wird, aber der Urheber wird nicht identifiziert. Ich kann ein Lied von singen. Besser gesagt, der Adressat des Beleidigungsdeliktes hat keine Möglichkeit, den Urheber zu identifizieren. Und dafür wollen wir in Zukunft die Provider stärker in die Verantwortung nehmen, was eine Mitteilungspflicht auch derartiger Straftatbestände gegenüber den Strafverfolgungsbehörden anbelangt. Ja, zwei Zusatzfragen gibt es nicht, aber Ihr Kollege hat noch eine weitere Frage. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Staatssekretär. Ihr Paket für die sogenannte Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet, auf welche Bereiche des Internets wird sich dieses beziehen? Sind davon also Social-Media-Dienste betroffen? Wird es sich allgemein auf Forendienste erweisen? Wird es möglicherweise auch auf die Chat-Funktionen innerhalb von Online-Computerspielen angewendet werden? Wo ist da die Grenze oder gilt das allgemein für alles, was im Netz passiert? Herr Präsident, ich beantworte die Frage des Kollegen wie folgt. Ich habe ja erwähnt, es gibt ein Gesetzespaket des federführend zuständigen Bundesjustizministeriums. Dieses Gesetzespaket befindet sich jetzt in der internen Ressortabstimmung der Bundesregierung. Es findet beispielsweise heute Nachmittag auch ein bilaterales Gespräch der Bundesjustizministerin mit dem Bundesinnenminister statt, bezüglich auch insbesondere dieses Gesetzespaketes, sodass es zum jetzigen Zeitpunkt beim besten Willen noch nicht möglich ist, konkret zu erläutern, welche Endfassung dieses Gesetz haben wird. Aber um auch konkreter auf Ihre Nachfrage einzugehen, natürlich macht sich Hetze im Netz in allen Konstellationen und in allen Alternativen breit und die von Ihnen angesprochene Möglichkeit, auch über Computerspiele oder über virtuelle Computerspiele auch sich zu unterhalten oder in diesen Chaträumen sich auch zu bewegen, hat beispielsweise auch eine Rolle gespielt im Zusammenhang mit dem schrecklichen antisemitisch motivierten Anschlag am 9. Oktober in Halle. Vor dem Hintergrund gibt es aus meiner Sicht durchaus auch gute Gründe dafür, nicht nur soziale Netzwerke, sondern beispielsweise auch die Chaträume im Rahmen von virtuellen Computerspielen mit in den Adressatenkreis dieses Gesetzes mit einzubeziehen. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Die stellt wiederum der Abgeordnete Brandner.